ist eigentlich die häufigst gestellte Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, um mit Botox anzufangen. Früher war es ja auch so, oder heutzutage auch noch, dass viele Leute Hyaluron mit Botox verwechseln. Herzlich willkommen zum Medical Beauty Podcast. Nicht anfassen, nur anhören. Ich bin Beautyforum-Redakteurin Sandra Jung und dass der Podcast so heißt, hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Denn hier wird nur gesprochen und nicht gespritzt. Wie wir wissen, liebe Beauties, dürfen nur die Ärzte unterspritzen. Dennoch ist es immer gut, sich im Beauty-Bereich mit den Trendthemen zu beschäftigen und sich darüber zu informieren. Das Thema minimalinvasive Eingriffe ist so ein Trendthema und die Nachfrage wird immer größer. Ihr wollt mehr zu dem Thema? Dann gibt es jetzt von den Ärzten Rick und Nick eine Injektion auf die Ohren. Wir sind heute bei Folge 6 und es geht um das Thema Botox versus Hyaluron. Wer gewinnt an welchen Stellen? Ihr habt es in den letzten Folgen immer wieder mal deutlich gemacht, dass es individuell ist, der Einsatz von Botox und Hyaluron. Gerade in der Altersprävention ist am besten, wenn man die Kombination nimmt. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass ihr habt es immer sehr gut erklärt. Alles ab den Augen aufwärts sind ja Mimikfalten. Das heißt, würde ich jetzt mal sagen, gewinnt Botox. Absolut. Hör mal, du hast ja richtig aufgepasst. Ja, natürlich. Das willst du bei uns anfangen. Also das ist. Kann genau ich bei euch anfangen? Die Sandra ist ja auch kurz glatt. Guck mal, die hat da bestimmt schon. Bist du gebotoxt, Sandra? Nein. Bist du nicht? Mhm. Ich müsste wieder, guck mal, ich halte mal ins Mikro in die Kamera rein. Ich müsste, rein theoretisch müsste ich heute wieder. Das hast du in der letzten Folge schon gesagt, aber es ist gar nicht so. Es hält sich gut. Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. 5 Monate vielleicht, dass ich das letzte Mal gebotoxt worden bin. Aber ist auch individuell für jeden. Ne? Genauso wie gerade, wann man mit Botox anfängt, auch individuell für jeden ist. Das ist eigentlich die häufigst gestellte Frage. Wann der richtige Zeitpunkt ist, um mit Botox anzufangen. Das ist immer individuell. Und ich sag mal so, wir versuchen das auch immer ausdrücklich und ausführlich zu erklären, weil wenn wir mal in einem Video meinetwegen eine 20-Jährige auf dem Stuhl haben und sagen, jetzt botoxen wir, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, was das für ein Shitstorm gibt, weil die Leute gar nicht verstehen, wann tatsächlich der richtige Zeitpunkt ist und das auch individuell für jeden ist. Das heißt, wenn man mit meinetwegen 20 Jahren schon eine sehr, sehr ausgeprägte Mimik hat und die Falten dann auch tatsächlich schon stehen bleiben, ist das der richtige Zeitpunkt, um mit Botox anzufangen, egal wie alt man ist. Genau, ist ja die Frage, was man will. Will man irgendwie glatt sein, auch bis, oder was heißt glatt, zumindest wenig Falten bis ins hohe Alter, dann muss man eben recht früh damit anfangen. So. Rick hat einmal jetzt die 20-Jährige angesprochen. Das kann natürlich sein, hatten wir auch schon, dass wir in dem Alter schon Botox empfehlen. Ist eben einfach bedingt durch, hat die Person auf ihre Haut geachtet. Das heißt, wenn du oft ins Solarium gehst, auch schon in jungen Jahren, dann ist das natürlich der Tod für die Haut. Und da können wir im Endeffekt nichts dafür, dass wir dann halt sagen müssen, okay, deine Haut ist mittlerweile vorgealtert, dass wir sagen müssen, gut, jetzt müssen wir einmal botoxen. Oder eben in den sauren Apfel beißen und sagen, gut, dann musst du mit den Falten leben. Ne? Das sind immer die Sachen, die man abwägen muss. Wenn jetzt die 20-Jährige kommt, ihr habt es auch in der letzten Folge, hast du es schon mal gesagt, Nick, dass man es auch immer die Menge variieren kann. Ne? Wenn man jetzt wenn die Falten tiefer sitzen oder nur so ein bisschen an der Oberfläche sind, dann kann man es auch mit der Menge gut variieren. Im Volksmund nennt man das Baby-Botox, wenn man, geringere Dosen nimmt. Das ist dann, wenn man vor allem noch ein bisschen Mimik haben möchte, aber ein bisschen so die Kraft aus dem Muskel rausnehmen möchte, allerdings auch mit einer reduzierten Haltbarkeit dann. Jetzt hatten wir alles, jetzt hatten wir die Mimikfalten, jetzt hattet ihr auch schon sehr ausführlich in den letzten Folgen erklärt, dass alles ab den Augen abwärts der Volumenverlust ist und da kommt das Hyaluron quasi zum Einsatz. Genau. Und Hautqualität. Ne? Also es ist nicht nur der Volumenverlust, sondern auch die Hautqualität. Volumenverlust gleicht man natürlich gerne mit Hyaluron aus als volumengebenden Stoff. Das heißt, wir können über einen Wangenknochen nach oben straffen, über einen Jawline nach hinten, Kinn nach vorne. Aber wir können auch strukturell arbeiten, ne? Eine Nase machen, Lippen machen mit Hyaluron. Und die Hautqualität ist halt der Kollagenverlust in der Haut. Das würde man dann eher mit Biostimulatoren, Lasermedizin, Needling und PRP machen.
Wir fangen aber grundsätzlich ganz gerne mit Hyaluron an, weil man meist kommt der Patient ja mit einem akuten Problem. Das heißt, er sagt, hier habe ich eine Falte, die möchte ich weghaben. Und dementsprechend sind ungeduldig die Patienten. Genau, die wollen Soforteffekt haben. Und deswegen haben wir mit Hyaluron auch den Soforteffekt. Ja. Das heißt, wir können sagen, über den Wangenknochen straffen wir nach oben, eine Nasolabialfalte reduziert sich. Wenn wir jetzt aber mit Lasern anfangen würden und sagen, hör mal, da brauchst du aber ein Jahr, dann sagt er, nö, die Hochzeit ist nächste Woche, dann muss ich perfekt aussehen. Dann sagen wir, alles klar, dann Hyaluron. Ja. Ja. Also man muss ja sagen, Thema heute ist ja Hyaluron gegen Botox. Da möchte ich noch einmal ganz kurz erklären, was denn die genauen Unterschiede sind, weil auch das werden wir häufig gefragt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hyaluron und Botox? Wie gesagt, Botox lähmt Muskulatur vorübergehend, also nimmt Mimik raus, also die Bewegung des Muskels wird reduziert und dadurch werden oft Falten reduziert, vor allem mimische Falten. Gibt aber noch ganz andere, sag ich mal, Bereiche, wo man Botox benutzen kann, da werde ich gleich oder werden wir gleich einmal ein bisschen ausruhen, wofür man Botox denn noch alles benutzen kann, denn bei den Falten hört das nicht auf, man kann auch die Mundwinkel ein bisschen anheben, auch Gesichtsverschmälerung oder vor allem beim Frauen, wenn der Kiefer recht ausgeprägt ist durch den Kaumuskel, Migräne kann man dadurch verbessern. Knirschen war auch ein Riesenthema. Mit einhergehend die Gesichtsverschmälerung, wenn du den hinteren Masseter-Muskel, das ist der Kiefermuskel, wenn man den Botox, Muskel, der nicht mehr benutzt wird, der baut sich ab, ob es jetzt nun im Fitnessstudio so ist oder halt dann mit der Knirschmuskulatur, das kann man dann mit Botox durch den lähmenden Effekt dann wirklich ganz schön verschmälern. Genau, und Hyaluron im Gegensatz ist eben, der hat nichts mit der Muskulatur zu tun, Hyaluron ist ein reiner Volumenstoff, das heißt, damit kann man formen. Klar gibt es in den Hyaluronarten auch nochmal Unterschiede, wie weich ist der, wie hart ist der, die Quervernetzung, bleibt der eher da, wo er ist, schwemmt er so ein bisschen aus, also wird er so ein bisschen weicher, das sind alles so Sachen, die damit einhergehen und das sind so die Hauptunterschiede von Hyaluron und Botox. Ja, vereinfacht gesagt, ne, Botox lähmt die Muskulaturen, ist ein präventives Medikament, das heißt Botox verhindert die Faltenentstehung und spritzt keine Falten raus, weil es kein volumengebender Stoff ist. Hyaluron als volumengebender Stoff spritzt Falten raus. Das ist immer die Kombination, hört ja auch nicht bei Hyaluron und Botox an. Es ist ja, ich sage immer, das ist ein, man kann an vielen kleinen Stellschrauben schrauben, ja, und das beste Ergebnis hat man, wenn man überall ein bisschen dran schraubt, so dass man dann die schönsten und natürlichsten Ergebnisse auch erreicht. Ne? Klar, und vor allem natürlich. Ne? Also die Prävention ist das Wichtigste. Und wenn man frühzeitig anfängt, hat man auch immer ein natürliches Ergebnis, wenn man es nicht übertreibt. Und das wollen wir ja schlussendlich. Wir wollen im hohen Alter einfach jünger aussehen und gut für unser Alter aussehen. Und da ist die Kombination dann wirklich auch der Schlüssel zum Erfolg. Früh mit Botox anfangen, dann bekommt man die Falten erst gar nicht. Und den Volumenverlust, den man nachher im Gesicht hat, dann mit Hyaluron an den richtigen Stellen ausgleichen. Jetzt ist es so, auch gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es immer über Botox gesprochen wird, die Unterspritzung oder Faltenreduzierung, denkt man ja immer sofort erst an Botox. Wann kam das Hyaluron dazu oder wann hat man angefangen mit dem Hyaluron, dass man die Kombi macht? Schon seit jeher. Also es gibt ja, wenn man eingefallen ist, kann man so viel Botox, wie man will, reinspritzen. Außer, dass man das Gesicht nicht mehr bewegen kann, bringt das gar nichts. Es sind einfach ganz klare Indizien, für welchen Bereich man Botox benutzt und für welche nicht. Früher war es ja auch so, oder heutzutage auch noch, dass viele Leute Hyaluron mit Botox verwechseln. Mhm. Das ist, man spricht eigentlich nur über Botox. Man sagt nur, die ist Botox, man sagt nicht, die hat Hyaluron. Also ganz viele Leute glauben wirklich, man spritzt auch Botox in die Lippen. Also man kann es für einen Lipflip machen, aber das nicht bitte, für Volumen. Genau, nicht für Volumen und nicht in den Mengen in den Lippen, sonst kann man nicht mehr reden. Darum ist eine sehr häufig gestellte Frage, Unterschied Botox-Hyaluron, was wir am Anfang ja schon erklärt haben. Aber seit Hyaluron ist natürlich schon irgendwo eine Trendbewegung, die recht modern geworden ist. Früher waren es auch oft die Permanent Filler, die benutzt worden sind, Silikon oder Fatgrafts. Und davon ist man weg, weil man dann einfach über das Hyaluron, dadurch, dass sich das wieder abbaut, unmittelbar immer an die Lebenslage anpassen kann. Genau, es wirkt halt deutlich natürlicher. Also was ich immer merke, ist, dass meine Patienten, ich dann anfange zu beraten und dann sage, ja, hier Botox und dann wird schon direkt, oh nein, vor Botox habe ich Angst, das möchte ich nicht. Und dann frage ich halt einfach, wieso?
Ja, und dann ist es meistens so, diese Aussage, ja, ich möchte halt noch natürlich wirken und nicht und so auf. Gift, ne? Also dadurch, dass Botox als Gift verschrien ist. Ne? Ja, genau, also ist es ja auch nicht. Aber was ich halt immer so das Feedback bekomme, ja, ich will nicht so künstlich aussehen und so aufgedunsen. Und dann fange ich halt an zu erklären, dass das nicht mit Botox zu tun hat, weil Botox ja kein Volumenstoff ist und man dann dadurch auch nicht aufgedunsen oder aufgespritzt aussieht, wie zum Beispiel ein Donatella Versace. Und wie lange kann man sagen, hält es? Also 4 bis 12 Monate hält das Botox. Ist unterschiedlich von Person zu Person. Witzigerweise, Genetik spielt da eine sehr starke Rolle. Zum Beispiel meine Schwester und ich, wir haben beide dasselbe Faltenmuster. Ja, also 1:1, wenn wir die Stirn hochziehen, jede Falte macht denselben Abknick quasi. Und wir beide sind gebotox und bei mir hält es bei selber Genetik und selbigen Faltenmuster so 4 bis 6 Monate und meine Schwester ist nach 8 Monaten, kann sie immer noch gar nichts bewegen. Also es ist von Person zu Person nachher auch unterschiedlich. Dementsprechend individuell für jeden muss man gucken. Einmal stoffwechselbedingt und dann, aber wie wir gerade auch schon gesagt hatten, die meisten Leute sagen, sobald die Augenbraue nur einmal wieder zuckt, das Botox wirkt nicht mehr. Auch Botox hat eine Kurve, ne? Das heißt, es hat einen Peak nach circa 2 Wochen und baut sich dann über die nächsten Monate einfach langsam nach unten ab. Ne? Wie bei mir, wie gesagt, nach 4 Monaten Botox ich in der Regel wieder, damit ich konstant glatt bin und eben gar keine Falten bekomme. Aber ich denke, es würde 1 Jahr dauern, bis ich meine komplett normale Mimik zurück hätte. Bei uns wird eh jeder von oben bis unten einmal ausführlichst beraten, damit man Verständnis dafür hat, was wir überhaupt machen, wie die Medikamente wirken, weil, wie wir ja gerade festgestellt haben, die meisten kennen nicht mal den Unterschied zwischen Botox und Hyaluron. Dementsprechend ist uns das sehr, sehr wichtig, dass jeder Patient bei uns auch wirklich versteht, was wir machen. Und nicht einfach nur gesagt wird, alles klar, oh, meine Falten sind weg, ich sehe besser aus, sondern er soll zu Hause vorm Spiegel stehen und wissen, was gemacht worden ist. Richtig, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich am Anfang sagte, es gibt viele kleine Stellschräubchen, an denen gedreht werden kann. Das ist eben der Punkt, dass wir wirklich einfach die Profis sind und wissen, okay, wir wissen, was bei dir einfach am frischesten zum Beispiel aussieht. Und nein, es sind nicht die dicken Lippen, die dich nochmal besser aussehen lassen, sondern vielleicht der Wangenknochenaufbau, weil du da einfach ein bisschen Volumen verloren hast und dann siehst du direkt deutlich frischer aus. Wie ist es denn bei euren Patienten? Bei welchen Unterspritzungen sind sie denn entspannter? Also Botox oder Hyaluron? Kommt natürlich auch auf die Region an. Botox ist natürlich, also kommt darauf, welches Medikament man nutzt oder welchen Hersteller. Hyaluron, wir haben ja einen Filler mit und ohne Betäubung. Ne? Ja. Also ich kann mich erinnern, dass als Nick mir damals das erste Mal mein Kinn gemacht hat, da gab es den Betäubungsmittelfiller noch nicht. Ich hätte immer wie viel Spitze aus der Hand gehauen. Also man muss sich das vorstellen, dass wenn Hyaluronsäure zum Beispiel unter einen Muskel gelegt wird, ja, das ist so ein Spannungs- und Dehnungsschmerz, wie zum Beispiel, wenn Frauen, jeder, der eine Brustvergrößerung hatte, der weiß, wenn das Implantat unter dem Muskel liegt, dann tut das schon weh. Und ich bin so froh, dass wir jetzt die Betäubungsmittelfälle haben, weil damit merkt man gar nichts mehr. Und für die Harten im Garten, die nehmen dann manchmal nochmal den ohne. Dementsprechend ist es schon... doch, also Hyaluronsäure ohne Betäubung, das zwickt schon ein bisschen, mit Betäubung absolut gut auszuhalten. Und Botox, das brennt ganz kurz minimal beim Einstechen, also da, wo das Botox appliziert wird. Aber ansonsten ist alles sehr, sehr gut auszuhalten. Ja, ist auch individuell. Manche sagen so, ja, guck mal hier, die unterspritzt. Also bei uns ist es ja ein Gesamtkonzept. Und oft ist es auch so, dass Patienten eben nicht nur das eine oder andere haben, sondern lassen das Botoxen und etwas mit Hyaluron machen. Und viele sagen, ach, guck mal, das Hyaluron, was ich mir schlimmer vorgestellt habe, war jetzt, habe ich fast gar nicht gemerkt. Und ach, das Botox hat jetzt ein bisschen gebrannt. Ne? Genau, und Jawline mit der größten Nadel tut am wenigsten weh. Ja, oder Tränenrinne auch oft. Ne? Also da sagen ja auch viele, oh Gott, davor habe ich so Angst, weil das eben so eine größere Kanüle ist. Aber meistens ist das eben der Punkt, den man fast gar nicht spürt. Ne? Die Leute sagen, oh mein Gott, da wird am Auge gearbeitet, da können wir euch einfach die Angst nehmen. Wir sind über dem Muskel, nicht unter dem Muskel, das heißt nicht am Augapfel. Und auch ich habe meine Tränenrinne unterspritzen lassen. Meine Güte, heute kommt alles raus. Ich habe alles machen lassen, aber auch ich habe Tränenrinne unterspritzen lassen und es tat auch gar nicht weh, muss ich sagen. Also wirklich überhaupt nicht. Tränenrinne und Jawline ist somit das Entspannteste, was man machen kann. Kinn kann ich jedem nur ans Herz legen, macht es mit Betäubung.
Okay, also Jawline habe ich tatsächlich mal live gesehen und das, also wie du gerade sagst, die Riesennadel, das sieht wirklich schmerzhaft aus. Du merkst es nicht mal, weil die Nadel, die ist stumpf, die hat keine Spitze. Das heißt, wir machen ein Loch in die Haut, was so groß ist wie eine Pore, ja, wie ein Pickelchen, den man ausgedrückt hat. Also größer ist das Loch in der Haut nicht und da geht man dann mit der stumpfen Nadel rein und füllt es von unten auf, also das merkst du nicht, fand ich. Schmerzrezeptoren sind oberflächlich, direkt unter der Haut. Wenn man da im Gewebe ein bisschen tiefer ist, merkt man gar nichts mehr. Ne? Je nachdem, in welcher Schicht man arbeiten muss, ist auch wieder individuell, kann es mal ein bisschen mehr zwicken, manchmal weniger, aber im Prinzip genau, das ist wirklich auszuhalten. Selbst auch da, ne? Jawline machen wir tatsächlich ohne Betäubung. Also wenn jemand wirklich ohne Ende Angst hat, kann man auch das mit Betäubung machen. Aber wir empfehlen da jedem, das ohne Betäubung zu machen, weil es wirklich überhaupt nicht wehtut. Und dann spart man natürlich nochmal ein bisschen Geld. Ich habe euch mal so ein paar Facts mitgebracht, so ein paar Faktoren. Vielleicht könnt ihr einfach kurz antworten, wer an welchen wer mit welchen Faktoren gewinnt, Botox oder Hyaluron. Wie ist es denn mit dem Kostenfaktor? Ist ungefähr gleich. Ja, also meistens macht man ja die 3 Zonen Botox, da ist man bei ab 400 Euro, das ist meistens ein bisschen günstiger, aber man muss auch sagen, Hyaluron hält meistens länger, ne? Also das ist, ich glaube, wenn man jetzt von der akuten Kostenlage ausgeht, ist Botox wahrscheinlich günstiger. Wie ist es mit den Nebenwirkungen? Nebenwirkungen, ganz klar, von gesundheitlichen Nebenwirkungen ist Hyaluron gefährlicher. Auch wenn es ungefährlich ist. Aber wenn man jetzt mal ins Detail geht, wie Rick schon gesagt hatte, Hyaluron ist dickflüssig und kann im Extremfall eben ein Gefäß verstopfen, was man wieder auflösen könnte, aber es ist theoretisch möglich. Und das passiert eben mit Botox nicht, weil das dünnflüssig ist. Und auch wenn das direkt in ein Gefäß gespritzt werden würde, hätte das keinen Einfluss. Aber Hyaluron ist reversibel und Botox nicht. Richtig, das heißt, wenn Botox wirkt, dann wirkt Botox. Der nächste Faktor wäre das Thema Auflösen gewesen. Genau, also man muss sagen, gesundheitlich ist Botox sicherlich besser oder was weiß ich, liegt dann ein Hauch vorne von den ästhetischen Sachen. Bei Hyaluronsäure, man kann es immer wieder auflösen. Ne? Botox und Hyaluron beides medizinisch genutzt wird. Das muss man auch sagen. Ne? Also Botox halt bei vermehrtem Schwitzen, Bruxismus, was wir gerade gesagt hatten, das Knirschen, bei Migräne. Und Hyaluron dann eher bei Gelenkbeschwerden. Ne? Da kann Hyaluron zum Beispiel in Gelenke gespritzt werden. Bekanntheitsgrad, wahrscheinlich ganz klar. Da hätte ich fast gesagt, das Botox ist bekannter. Einfach weil es in der Gesellschaft negativ behafteter ist, immer noch. Ne? Weil die Leute einfach eine Fehlinformation dort haben und denken, Botox ist gefährlich. Und auch nur die Negativbeispiele, egal ob bei Botox oder Hyaluron, gesehen werden. Ne, beides ist ja ein bisschen negativ behaftet in der Gesellschaft, weil es immer heißt, meine Güte, dann sieht man so künstlich aus oder mit so Donatella Versace-Lippen. Das sind die Negativbeispiele, die schlecht gespritzt worden sind und die man dann überhaupt erst sieht. Ne, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass so jeder 8. bis 10. unterspritzt ist in Deutschland und wie viele davon haben nachher, einer von 100 ist dann wirklich unglaublich schlecht unterspritzt, der raussticht aus der Gesellschaft. Ne, die 10 von 100, die da meinetwegen in Gänze unterspritzen, und die 9 von 100, die man dann überhaupt nicht sieht, die sind natürlich gut unterspritzt. Behandlungsdauer? Ja, das ist Hyaluron deutlich länger als Botox, weil du ja strukturell arbeitest. Ne? Du formst ja richtig. Botox ist funktionell und Hyaluron ist strukturell. Dementsprechend, wenn du eine Nase machst, musst du im Detail alles perfektionieren und planen. Und bei Botox guckst du dir die Mimik an. Natürlich, wenn du Profi bist, machst du das auf einen Blick. Und das Längste, was da dauert, ist die Spritze aufziehen. Ne? Und ansonsten mit Botox dang, 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 dang. Wenn man weiß, wie, dann ist da jeder Handgriff natürlich reine Routine. Und dann ist das in wenigen Sekunden vorbei. Aber auch eine Nase. Ne? Wenn wir jetzt eine Nase machen, ist man in 5 Minuten in der Regel durch. Und dann hat man als Lunchtime-Treatment, wie wir es immer so nett nennen, innerhalb von 5 Minuten eine neue Nase und ein neues Seitenprofil. Also das ist auch schon enorm. Ne? Der Zeitfaktor ist sehr gering bei diesen minimalinvasiven Behandlungen. Wie ist es denn mit der Verträglichkeit? Auch Botox besser als Hyaluron. Ne? Also wenn man
im schlimmsten Falle mal eine Allergie kriegt, dann ist das in der Regel eigentlich bei einer Akutallergie eher gegen das Betäubungsmittel und gar nicht gegen den Stoff selbst. Und da Botox kein Betäubungsmittel hat, dann eher das Hyaluron. Und Hyaluron ist ja ein synthetisch hergestellter körpereigener Stoff. Das heißt, er wird enorm gut vom Körper anerkannt und akzeptiert. Im allerschlimmsten Falle erkennt der Körper das aber auch mal nach einiger Zeit als Fremdstoff und versucht, gegen anzugehen. Ja, meinetwegen auch bei einem akuten Infekt. Ich bin krank, meine Immunzellen werden erhöht und dann sagen die doch mal, oh, da ist irgendwas, da gehe ich mal gegen vor. Dann hat man so eine leichte Kinnschwellung zum Beispiel, wenn man das Kinn mal gemacht hat. Das gibt sich aber sofort wieder, wenn der Infekt weg ist. Also da braucht man... Also das ist wirklich extrem selten. Und ich glaube, der Key-Faktor ist einfach, dass Hyaluron an sich ja erstmal deutlich länger im Körper dort an Ort und Stelle bleibt als Botox. Und ein ganz anderes Volumen hat. Ne? Genau, Botox fängt an zu wirken und hat sich dann und ist erstmal weg von der Erkennung des eigenen Körpers, dass der Körper dagegen Antikörper bilden kann, worauf der Körper dann eben diese Reaktion macht. Bei Hyaluron, das sitzt ja in der Regel mehrere Monate dort. Und wenn man eben, sag ich mal, in wirklich Ausnahmefällen ist das auch, ne? Zum Beispiel dann mal krank wird und der Körper dann eine generelle, sage ich mal, Empfindlichkeit entwickelt, ne? Also das Immunsystem stellt sich ja dann auf Antigene ein. Er sagt irgendwo, oh, guck mal, da sind gerade Viren, Bakterien etc. in meinem Körper. Ich muss jetzt besonders aufmerksam sein und die bekämpfen. So, also reagiert der Körper erstmal verstärkt auf alles, was im Körper so vor sich geht und erkennt dann ab und zu auch mal das hypoallergene Hyaluron. Auch wenn das, sage ich mal, körpereigen vorkommt, es ist trotzdem nicht selbst vom Körper produziert. Und kann dann in Ausnahmefällen wirklich dann auch mal ein bisschen reagieren, was dann im schlimmsten Fall zu ein bisschen Schwellung führt. In diesen Fällen kann man dann einfach erstens entweder abwarten oder man bekommt etwas Antihistaminika oder doch mal Cortison kurzzeitig und dann ist das in der Regel auch wieder vorbei. Da muss man sich keine Gedanken machen, ist dann eben kurzzeitig geschwollen. Aber das ist so, was man so an Verträglichkeit dann doch einmal sieht. Manchmal in wirklichen Ausnahmefällen, dass es dann ein bisschen zu Rötung oder Schwellung kommt. Mhm. Ja. Aber wirklich keine Angst vorhaben. Ne? Auch Nick und ich sind voll unterspritzt, sei es Botox, sei es Hyaluron. Auch wir können die Risiken ja deutlich besser einschätzen als der Autonormalverbraucher. Okay, dann kommen wir doch mal zu euch beiden, zu den privaten Abschlussfragen. Fragen. Wie bitte? Oh, ja. Jetzt wieder die persönlichen Abschlussfragen. Ja. Let's go. Nick, deine Superkraft hat letztes Mal gefehlt. Ja, was war nochmal die von Rick das letzte Mal? Ich glaube, es Nein, war... die erwähnen wir jetzt nicht nochmal. Nee. Ja, also ich hatte irgendwas mit Zeit auf jeden Fall, glaube ich, zu tun. Nee, tatsächlich, ich denke auch, die Zeit ist etwas, was ich am liebsten beeinflussen könnte. Es gibt so viele schöne Momente, die man mal im Leben hatte. Auch es gibt, wenn man mal zurückdenkt, man kann sich an so viele schöne Dinge leider gar nicht mehr so erinnern, wo man dann doch, also man kennt es von der Handykamera oder von dem Fotoalbum, man geht mal durch Bilder, guckt sich dann irgendein Bilder an und dann kommen Erinnerungen hoch und denkt so, wow, war das nicht ein geiler Moment, den hätte ich fast vergessen. Und ich glaube, dort einfach, ich glaube, was einem, und das ist auch das Kostbare an der Zeit, dass sie eben begrenzt ist, aber dennoch würde ich sie gerne beeinflussen können, einfach weil man so viele schöne Momente hat, man hat so viele Personen, die man liebt, mit denen man gerne den Moment nochmal teilen möchte. Ja. Ich glaube, jeder hat eine Situation im Leben, wo man sich etwas zurückwünscht und ich denke, das ist etwas, was man gerne beeinflussen könnte und eben Gesundheit. Ne? Also das ist etwas, jeder wünscht sich oder hat mal drüber nachgedacht, um endlich alt zu werden. Ich denke, das ist aber nicht so schön, weil man sagt, weil ich glaube, das macht den Moment eben so besonders, dass es endlich ist. Aber ich möchte mein Leben ohne größere Blessuren und Krankheiten überstehen. Und deswegen würde ich mich, glaube ich, letztendlich auf die Gesundheit, also ich wäre immer gerne, solange ich lebe, gesund sein. Ist zum Beispiel recht interessant. Ich hatte jetzt letztens eine Patientin gehabt, da sind wir auf live gegangen. Sie hat sich dazu bereit erklärt,
Sie hatte Brustkrebs gehabt, hat sich auch meine Brust abnehmen lassen. Die Chemo jetzt hinter sich gehabt, die Haare sind gerade nachgewachsen. Dann sagte sie, Gesundheit hat sie jetzt wieder zurück und sie hat den Krebs geschlagen. Und jetzt möchte sie was für ihre Schönheit tun, weil sie jetzt sagt, jetzt bin ich mal dran. Und da sieht man eigentlich, wie nah Gesundheit und unser Job eigentlich nah beieinander liegen, weil manchmal ist man doch selbst mal dran. Und wenn die Patienten dann sagen, jetzt bin ich wieder gesund, dann kommt direkt danach die Schönheit, dass sie sagen, jetzt tue ich mal wieder was für mich. Zeit für mich, Quality Time, und da ist das Aussehen dann doch nochmal ganz, ganz wichtig. Und fand ich sehr, sehr interessant, eine sehr emotionale Geschichte. Könnt ihr gerne auch mal auf unser Instagram gehen und die Live-Behandlung sehen. Das müsste einer der letzten jetzt gewesen sein. Ich glaube, das geht Hand in Hand mit glücklich und zufrieden sein. Total. Klar ist man glücklich und zufrieden, wenn man gesund ist, aber man möchte sich auch wohlfühlen im eigenen Körper. Und ich denke, da können wir glücklicherweise auch einen großen Beitrag dann leisten. Welchen Ratschlag würdet ihr euch selbst in der Vergangenheit geben? Ich meine, ihr habt schon wahnsinnig viel erreicht. Ihr wirkt... Wie bitte? Lottozahlen. Die Lottozahlen? Ihr habt doch den Sexheim-Lotto mit eurer Freundschaft, mit eurer Praxis, mit eurem Beruf, den ihr verwirklicht habt. Also ich würde aktuell auch nichts ändern wollen, muss ich sagen. Ich bin absolut glücklich. Ich bin dankbar dafür, dass man so ein tolles Projekt hat, auch mit seinem besten Kumpel. Und wirklich auch so erfolgreich geworden ist. Dann hat man natürlich auch sich selbst ein bisschen zu verdanken, weil wir wirklich hart arbeiten. Aber ich würde nichts ändern wollen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Projekt, was wir haben, mit den Leuten, mit denen ich umgeben bin. Muss ich auch sagen, ich bin hochzufrieden mit allem, sehr dankbar und glücklich für alles. Man muss nur irgendwann sagen, so wie wir aktuell hustlen, ist natürlich, man möchte sich in Zukunft wünschen, dass man natürlich irgendwann auch mal einen Urlaub hat, weil dieses Jahr ist Urlaub nicht drin gewesen, letztes Jahr auch, bin überhaupt nur ganz kurz. Da waren wir tatsächlich zusammen in Griechenland und da hat es mich so umgehauen im Urlaub. Da wurde ich krank, ne, mit einer fetten Sommergrippe und dementsprechend auch nicht viel vom Urlaub gehabt. Aber irgendwann natürlich, aber aktuell ist natürlich wichtig, dass wir Gas geben. Und eine ganz schnelle Abschlussfrage hätte ich noch, wenn ihr wählen könntet zwischen Intelligenz und Humor, was würdet ihr wählen? Na, Intelligenz natürlich. Was? Okay. Absolut. Absolut. Also das... Ich denke auch auf dem ersten Impuls Intelligenz. Man sagt aber, dass nicht intelligente Leute deutlich glücklicher sind, ne? Und wir haben halt einen ganz anderen Drive, ne? Es ist uns in die Wiege mitgegeben worden. Wir wollen was erreichen, aber haben natürlich, ich merke, ich bin ein Kopfmensch, ne? Also oft rattert es im Kopf und ich kann nicht richtig abschalten, ne? Weil es halt immer weitergeht. Ich denke an viele Sachen. Ricketts da ganz genauso. Und wenn man einfach, ich beneide da schon manchmal Leute, die einfach zufrieden sind mit dem, was wir haben. Ne? Das ist auch. Also sind wir doch auch. Und blöde Sprüche kann ich auch. Ja. Wer mich privat kennt, ich muss mich immer hier zurückhalten. Wer mich privat kennt, der kennt mich ganz anders. Große Klappe. Okay, wir sind ja hier gerade beim privaten Bereich. Ach so ist das, ja. Ja. Sobald das Mikro angeht, ziehe ich den Kauschalsgürtel an. Das sage ich dir. Ja. Hey. ich habe gedacht, du hast früher so viel Fernsehverbot bekommen. Ah, tatsächlich, du. Also, kannst du mal meine Mama fragen. Das hast du schon mal erzählt, glaube ich. Ja. Da habe ich aufgepasst. Dass ich ein schlimmes Kind war. So hat sich's angehört. Ich habe eine Kurve noch gekriegt. Aber ich habe meinen Eltern viel zu verdanken. Nochmal Dankeschön, Mama. Was ist das? Seine Mama sieht erstaunlich frisch aus, dass er sicherlich für das eine oder andere graue Haar verantwortlich ist. Das ist so. Ja. Okay. Das war doch jetzt ein sehr schöner Abschluss. Also ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die wertvollen Infos, die wir jetzt in der Folge wieder bekommen haben. In der nächsten Folge geht es um das Thema Oh, schon fertig? Das Gesicht zum Mitnehmen. Wie viele Unterspritzungen gehen in einem Termin? Wie viele Unterspritzungen? Okay. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. 1, 2, 3, 4, 12. Ja. Gut. Wunderbar. Ich bedanke mich bei euch und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, ihr Sandra. Ciao.
Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.